Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Mava 1. Ich bin nicht wieder im Wohnheim gewesen bisher, jedenfalls. Das ist noch die Woche, wo ich krank bin und zu Hause bin. Daher ist es ab jetzt blind, das Spiel. Ich weiß nicht jetzt so genau, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass wir, wie Leute gesagt hatte, so Duncan's Factory sollen. Aber ich weiß nicht, wo die liegt. Von daher gehe ich jetzt einfach mal ins Grüne und guck, was dabei herauskommt. Und werd übrigens habe ich Leute gelevelt, er ist jetzt Level 20, wie man auch wahrscheinlich im Grind Video gesehen hat. Grind Video, wenn es einer von euch jedenfalls gesehen hat, heißt das nur ich, wenn ihr euch das angesehen hat. Oh, Schienen, wir folgen einfach mal den Schienen, weil Schienen sind gut. Und ja, ich denke mal, dass wir, hier kommt ein neuer Gegner. Oh, was? Back Lady? Hä? Okay. Was bist du denn für eine ulkige Tante? Wir greifen dich einfach mal an. Und smashen dich gleich mal. Oh Gott. Oh Gott, sie hat viele HP anscheinend. Weil sie nicht mit 89 HP Schaden gestorben ist. Und Leute machen inzwischen recht passablen Schaden, wie ich finde. Aber sie ist weg. Und gibt... Wow. Nicht schlecht, die EP. Nicht schlecht, Back Lady. Und ja, meine Ressourcen kennt ihr schon. Ich denke mal, dies nochmal. Ich denke, dass diese Back Lady wahrscheinlich der zweitstärkste Gegner in dem Gebiet hier ist. Von daher. Oh. Hat er das jetzt gesehen? Eine Ressource? Nein. Ich meine diese Felsen hier. Wir können nicht dran vorbei. Check. Kein Problem, Freundchen. Hier ist ein Problem. Wir können nicht hier durch. Das ist das Problem. Ich gehe einfach mal hier lang. Hier ist er nicht lang. Okay. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wo ich nicht muss. Oder ich weiß schon, wo ich nicht muss. So Duncan's Factory. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ich komme auf die Karte. Steht das zufällig drauf? Nein. Da, warum sollte das auch draufstehen? Und keine... Was? Krähe, was machst du denn hier? Sag mir bloß nicht, dass ich jetzt zurücklaufe zum nach Hause. Hier muss ich irgendwo hingehen. Oder nicht? Oder bin ich echt... Was? Ninten hat einen Pass gefunden, der hier irgendwo rumlag. Ninten picked up the pass. Okay, wir haben einen Pass gefunden. Lock. Pass. Auf ihm steht Duncan Factory. Angestellte. Angestellte von Duncan's Factory. Ja, den kann man bestimmt irgendwann noch gebrauchen, denke ich mir. Igel kennt ihr noch nicht, außer vom Grinding Video. Das sind Gegner, die so mittelmäßig stark sind, haben aber momentan ist natürlich nicht so viel drauf. Dass genau ein Adler hier in Amerika auftaucht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wir verbringen sozusagen das Wappentier von Amerika und auch von Deutschland. Ja, ich glaube, dass von das Wappentier von Amerika ist, nicht, dass ich jetzt Blödsinn rede. Weil, in dem Fach, wo das Mante worden ist, habe ich nicht besonders aufgepasst. Von daher, aber dass hier die Eagles vorkommen, können sein, dass wir hier richtig sind. Und Stixi habt ihr auch noch nicht gesehen. Ich check's einfach jetzt mal, weil, hab einfach mal ist drauf. Die haben eine Offensive von 26, aha, okay. Was holt ihr los? Ganz Attack. Halt dir deine Nase. Das heißt also, sie können uns irgendwie, wahrscheinlich können sie uns, weinen lassen wir uns hier den Zustand schon gab im Mava 1, ich weiß es gerade nicht. Im Mava 2 gibt es jedenfalls weinen und da trifft man nicht so oft. Von daher ziemlich beschissener Zustand. Gleich ist das mir blind. Barbot kennt ihr schon. Okay, weiter geht's mit herumirren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auf der richtigen Spur sind. Auf den richtigen Weg zur Duncan's Factory. Oh Gott, dieses Lied, Alter, dieses Lied ist einfach nur genial. Obwohl, wo ist das denn nicht? Ich laufe einfach mehr lang. Okay, hier geht's nicht lang. Das ist eine Sackgasse. Warum habt ihr das hinplatziert, Entwickler? Davon abgesehen, die Welt ist wirklich ziemlich groß und auch ein bisschen abwechslungsreicher als die von Dragon Quest auf der Weltkarte. Von Dragon Quest 1, wenn man da bedenkt, dass man da nicht sehr viel sonderlich sieht. Von den Landschaften her meine ich jetzt, das sieht man überhaupt nichts. Und hier sieht man halt die Landschaften und eingemessen und detailreich, und ja, für so ein NES-Spiel war das schon ziemlich geil. Ich renne mal ein bisschen hier. Oh, ich glaube, das ist Duncan's Factory. Nehme ich mal so an. Und ein Hund ist davor, okay. Wir reden dich einfach mal an.
Diese Fabrik ist Mr. Duncans Privateigentum. Lass, ja, zeig dir ein Pass vor. Use Pass. Dieser Pass ist ausgelaufen, du musst ihn gestohlen haben. Seltsame Kreatur. Schau mir in die Augen. Was sollte das eben, bitteschön? Streunender Hund. Ich wollte mir echt nicht einen streunenden Hund vorsetzen, oder? Leute, das ist ein Gegner aus dem... aus dem Umfeld von Nintendos Haus. Der geht nur 4 EP. Okay, das war's. Ja. Ich speichere aber hier mal lieber ab, weil ich glaube, die... ja, die Fabrik ist ziemlich hart und ich weiß nicht, ob ich auf dem Level schon gut genug bin. Vor allem Leute. Ist gleich. Ja, wie gesagt, wie schon ein paar Mal gesagt, wenn ich speichere, wenn Fred läuft, dann... oh Gott, ist der Raum riesig. Dann schmiert das Spiel ab und was haben wir denn hier für Gegner? Bomber. Okay. Verdammt. Fight. Fight, ich greife einfach mal an. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass... oh Gott. Gut, das hier ist nicht gefährlich. Das ist mit einem Schlag tot. Gibt aber... gibt mir schlecht EP. Gut, haben wir hier irgendwo, wo wir hingehen können oder so. Ich werde die Fabrik übrigens ganz zeigen, auch weil ich nicht weiß, wo ich jetzt hin muss. Und was Dr. Distorto Scrapper. Ja. Hallo du, Dr. Distorto. Keine Ahnung, was du drauf hast. Was du. Du hast nichts drauf, okay. Du kannst gar nichts. Ninte weicht aus. ja. Lord, du sollst nicht gegen angreifen, den ich mal leben. Verdammt. Stirb. Gott, der hat viele HP, habe ich das Gefühl. Na gut, nicht allzu viele, aber naja. Geht so. 70 HP oder so wahrscheinlich. Das wäre in auf dem niedrigen Level hier ziemlich nervig. Haben wir jetzt neue Gegner? Nein. Okay. Oder doch, Old Robot. Alter Roboter. Okay. Wird wahrscheinlich nicht viel mehr HP haben als der. Scrapper, von daher... gut, er macht uns 5 Schaden, das eigentlich... na gut, so viel ist das... ups, sorry, du auch wieder nicht. Wir haben ja auch, Alpha Beta, glaube ich, gelernt durch das Level, weil Nintendo natürlich auch ein paar Level aufgestiegen ist, Magic kennt. Und Nintendo schon... oh, sag ich, Level aufsteigen, steigt kein Level auf. Na, Junge, du hörst mich durch das Ding hier durch, oder was? Nun gut, ja, maximal HP ist eben gestiegen, das ist gut. PP um 11, wow. Ja, Nintendo, das war ein ganz schöner Schub, mein lieber Junge. Ja, wir haben Life Up. Nee, Life Up haben wir nicht gelernt. Hä, was war's dann denn? Bin ich blöd oder? Hallo? Wir haben doch irgendwas gelernt. Ach, Defense Up, Better war's, genau. Irgendein Better war's, das hatte ich noch in Erinnerung. Oh Gott, die Fabrik ist so riesig. Die ist viel riesiger als die andere. Hilfe! Hilfe, ich werde mich bestimmt verlaufen. Nicht gut. Nicht gut. Check. Eine Bombe. Bombe sollte ich mal lieber Leute geben. Weil der kann damit bestimmt viel mehr anfangen als Nintendo. Von daher. Aha, okay, ja, nur Leute kann sie explodieren lassen. Das wollte schon wieder einen Lookstick nehmen, wo ich das aufs Steuerkreuz gelegt habe. Gut. Von daher, das ist irgendwie auch ein gutes Gebiet zum Leveln. Von daher, Fireball. Schade, dass wir jetzt nicht irgendeine Gruppe haben, der... wow, Smash. Der, sie Offensivattacken beherrscht. Von daher, na gut, EP gibst du nicht allzu viele. Gut. Wir laufen einfach mal die Treppe runter. Auch obwohl ich denke, dass wir wahrscheinlich nicht richtig sind. Wir haben schon wieder einen Bomber. Ich habe das Gefühl, dass wir eindeutig für dieses Gebiet der Overtrained sind. Das ist auch wieder gut, da muss ich jetzt nicht so viel, na, zu viel Heilung zum Kram. Es wäre auch mal ein Vorteil, wenn Leute mal wieder ein Level abbekommen könnte. Von daher, naja. Neue Gegner scheinen jetzt nicht mehr zu kommen. Okay, dieser alte Roboter scheint hohe Defensive zu haben. Leute hat ihn nur 8 Schaden gemacht. Zum Glück konnte er seine Vorbereitungsattacke nicht mehr starten. Das hat bestimmt ziemlich aua gemacht. Von daher, vielleicht finden wir ja irgendeine neue Waffe für die beiden. Ich hoffe es. Nein, wir finden Seil.
Seil. Wir finden Seil. Genau. Ich gebe es einfach mal bei Leute. Da hat noch Platz. Und eigentlich könnte ich auch Leute das Schwert geben. So. Obwohl. Nee. Ich gebe es den Hintern lieber. Weil Leute sollte, denke ich mal, die Kampf-Items bekommen. Von daher. Ja, Kampf. Kein neuer Gegner. Gut, Leute hat jetzt ein Level abbekommen wieder. Das ist sehr gut. Level 21. Aber er holt den Tempo nicht mehr ein. Außer ich level bis 99 auf. Werde ich wohl auch machen. Der wird also eine ganze Zeit lang zum Mafia kommen. Außer ihr wollt mich immer zur ganzen Zeit grinden sehen. Und das glaube ich nicht. Von daher. Aber ich glaube, ich will vorher. Nee, also Level 99 werde ich. Also, sagen wir mal so. Ich werde den normalen Spielverlauf machen. Was Namen gesagt? Einen Gegner besiegen. Und dann, aufleveln für mich selber. Und da werde ich wahrscheinlich nochmal ein Special-Video machen, wie der Kampf mit Level 99 wird. Bestimmt nicht viel anders. Aber man wird wahrscheinlich weniger Schaden nehmen. Von daher. Fireball. Von daher Feuerball. Nein. Wir sind schon für Kampf wieder. Ich habe das Gefühl, als wäre der Fireball der schwächste Gegner hier in der Fabrik. Und das ist doch gut. Wir laufen einfach mal durch. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Ich werde systematisch das Ding hier durchsuchen. Leute hat eindeutig noch zu wenig defensiv werden. Er hat jetzt 11 Schaden genommen. Das ist nicht gut. 100 HP. Ich könnte ihn eigentlich mal heilen. Nintendo brauche ich noch nicht zu heilen. Von daher, was will ich denn gut? Ich will sie healing. Ach doch, ich habe doch, Healing ist doch in der Stadt. So, Healing, Life Hub Alpha. 28 habe ich geheilt. Nee, ich heile nicht. Nochmal. Und, ja, oh, wieder dieselben Gegner. Gut. Wir kriegen hier massig Erfahrungspunkte, das gefällt mir. Ich glaube, ich gehe erstmal da oben rein. Was gibt's denn hier? Okay, da war mir ein, das ist der Ausgang, gut, das merke ich mir. Ich frage mich, ob es in der Fabrik einen Boss gibt. Ich glaube aber nicht. Nur Gegner, die mir gut EP geben und leicht zu besiegen sind. Aber nur, weil ich so overtrained bin. Naja, was soll's. Ich gehe einfach nochmal nach unten. Das war's nämlich. Erst gehe ich nach oben, dann nach unten. Ja, sowas mache ich immer. Von daher muss man sich schon daran gewöhnen, an solche Sachen. Wie unsinniges Treppensteigen oder unsinniges Leitern tapse. Und wir gehen einfach mal in diesen Exit rein und haben hier ein Geschenk. Was ist denn drinne? Eine Bombe. Sehr gut. Die brauche ich denn, wie kommen die Bomben? Aber wir geben es einfach mal Leute. Der hortet die jetzt und das kann eigentlich nur gut sein. Die kann man dann vielleicht in schweren Kämpfen benutzen. Und auch das Seil. Von daher. Von den Game Badge habe ich noch. Cash Card, Ocarina, Seastone. Seastone brauche ich jetzt nicht einzusetzen. Könnte ich eigentlich mal machen. Damit ich. Obwohl, ich habe eigentlich genug Seepunkte noch. Das sollte man nur in Notfall einsetzen, weil sie ziemlich wertvoll sind. Die kann man, glaube ich, gar nicht kaufen, die Seastones. Von daher. Gott, Nintendo ist schon so overdrained, dass er einen Old Robert mit einem einzigen Schlag killt. Ich sehe schon kommen. Ich habe jetzt schon total viel mehr Parts als Algato benötigt hat für das Spiel hier. Aber auch nur, weil ich eigentlich, ich zeige auch die Fabrikenlehre von Länge. Das macht man eigentlich nicht, aber gut, da weiß man, wisst ihr dann wenigstens, wo die ganzen Geschenke stehen und alles. Oh Gott, hier sind ja nur Bomben oder was? Toll. Na gut, Leute. Harte Bomben. Du kannst sie bestimmt irgendwann gebrauchen. Wir haben schon 3 Stück und ein Flaschentrick und ein Seil an Kampf-Items. Wir brauchen Aina. Wir brauchen noch mehr, ein Inventar mehr. Und wir steigen weiter Leitern runter und Sackgasse, toll. Toll! Ist das nicht geil? Aber hier scheint es lang zu gehen. Ja, sehr gut.